So, dann würden wir starten mit realer Irrsinn, ungenutzter Parkplatz in Lübben. Die Pendler in Lübben, in der Lausitz, sind voller Freude über ihren neuen Bahnhof. Noch voller ist nur der alte Pendlerparkplatz. Wenn man später kommt, kriegt man keinen Parkplatz mehr. Je früher, desto besser. Aber für 2,4 Millionen Euro hat die Stadt nicht nur das Bahnhofsumfeld hübsch gemacht, sondern auch einen großen neuen Parkplatz gebaut. Endlich 103 Parkbuchten mehr für die Autos der gestressten Pendler. Aber wo sind die bloß? Gut, außer Park gibt es hier leider auch Planungslücken. Es gibt ja keine Unterführung. Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ja, vom Parkplatz aus kann man zwar direkt zum Bahnhof sehen, aber nicht gehen. Nicht über die Gleise und auch nicht drunter durch. Wow. Also haben die prinzipiell einen Parkplatz gebaut auf der falschen Seite des Bahnhofs und du hast einfach gar keine Chance rüberzukommen. Es sei denn, du läufst einfach wahrscheinlich ultra lange Umweg, oder? Kann das sein? Denn mitten im unterirdischen Weg zum Parkplatz steht leider diese Wand. Aua. Aber das lässt sich im Wandumdrehen erklären. Und zwar immer wichtig, das Bahnhofsumfeld erstmal zu machen und die Erschließung zur anderen Seite. In den Verhandlungen hat sich dann natürlich dann ergeben, dass so eine Planung schneller gedacht sind, als dann ausgeführt sind. Schneller gedacht als ausgeführt. Das ist so eine Lüge, das ist so eine Notlüge mit, ja, haben wir eigentlich gar nicht bedacht, nur müssen jetzt Steuergeld raushauen, bauen jetzt einfach Parkplätze, weil da gäbe es ein Problem. Ich meine, die Pendlerparkplätze sind immer voll. Lass uns neue Parkplätze bauen. Aber wie kommen wir da hin? Ah, das ist egal. Das ist ein Thema für was anderes. Und damit sich Pendler besser vorstellen können, was der Bürgermeister meint, gibt es noch den offiziellen Fußweg vom Parkplatz zum Bahnhof. Einfach hier entlang, bis zur Schranke, warten, dann über die Gleise, dort weiter und schwuppdiwupp nach 750 Metern. 10 Minuten Fußweg! 10 Minuten Fußweg, um vom Parkplatz zum Bahnhof zu kommen, der gegenüber ist. Was ist das denn? Ist man am Bahnhof, in 5 Sekunden gedacht, in 10 Minuten gelaufen. Vor allen Dingen, du stehst direkt davor. Du stehst halt direkt davor. Deutschland halt. Ist halt wirklich so. 10 Minuten? Ist mir zu lang. Dann nicht. dann fällt der aus. Das ist mir dann, ich bin ja morgens immer in Eile. Dann wäre nicht verkehrt, einen Tunnel zu bauen. Der soll noch kommen. Hab ich gehört. Haben sie geschrieben. Ja, machen sie auch. Irgendwann. Die Stadt und die Bahn stehen gemeinsam kurz vorm Durchbruch. Wir gehen aktuell davon aus, dass das Bauvorhaben voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden kann. In 3 Jahren. 3 Jahre. Vor allen Dingen ist der Faktor halt lustig, weil diese ganzen extra 3, also die ganzen reale Irrsinn-Geschichten erst ja im Nachhinein eingeschickt werden. Das heißt, diese Situation, die dort entstanden ist, die gibt es ja schon länger. Also mindestens ein halbes Jahr länger. Mindestens. 2006, 3 Jahre für ein Loch, für einen Tunnel. Ja, moin. Bis dahin müssen wahrscheinlich die Parkplätze wieder saniert werden. Tja, eins ist der Parkplatz bis dahin jedenfalls nicht. Eine volle Enttäuschung. Und was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Bitte versucht nachzudenken. Parkplätze sind geil. Alle beschweren sich, dass es zu wenig Parkplätze gibt. Ist auch richtig so. Entweder scheitert es, dass das halt Leute nicht richtig parken können oder einfach viele Autos rumfahren und da alles voll ist. Die Idee dahinter, dass ein Parkplatz gemacht wird, ist schön und gut, aber ja, 10 Minuten zu laufen. Ich glaube nicht, dass da jemand einmal kurz parkt und dann die nutzt. Aber ich glaube nicht, dass er komplett leer ist, oder? Wäre auch schon keiner weird. Naja, was soll's.